Ich habe einfach aus meinem Mund gekackt. Gut, so, genug private Storys von mir. Was geht? Willkommen zu diesem wunderschönen Video, Kelly. Es war wieder so dermaßen unnötig. Wir machen wieder eine wunderschöne Folge von Wer würde eher, meine Freunde, dem repetitiven Scheißformat, was es auf meinem Kanal jährlich, glaube ich, einmal in der Woche. 56 Wochen, also 56 ja. Mal zu sehen gibt. Ja, lohnt sich auf jeden Fall. Macht doch immer Spaß, oder? Ja, super. Was mache ich eigentlich hier? Könnt ihr auf Kellys Kanal sehen. Da gibt es nämlich auch ein tolles Video, Leute. Spiele ich nämlich eine kleine Rolle. Jodie sitzt hinter der Kamera und liest die Fragen vor, die ihr uns auf Twitter gestellt habt. Du musst ein bisschen lauter reden. Okay. Und vielleicht auch ins Mikrofon rangehen. Nee. Josef ist auch noch hier. Kannst du mal kurz reinkommen? Peace. Na? Ja, Leute, und ich würde sagen, los geht's! Erste Frage, wer würde eher Milch trinken? 3, 2, 1, ganz klar. Weil ich einfach Suizid bin. Ohne Witz, ich wollte den gleichen Witz einfach bringen. Ich habe gesagt, weil du eher am Tod dran bist als ich, weil du hast halt nichts, wofür es sich zu leben lohnt. Böse gesagt, ne? Nein, ist ja okay. Ja, und, wen hast du denn? Ich glaube kaum. Was ist die nächste Frage? Wer würde eher Gift trinken? Ja, wahrscheinlich so aus Versehen. Milch ist Gift, Gift ist Milch, ist genau das gleiche. Gleiche Frage. Also von daher ist ja kein Unterschied. Wer würde sich eher in den Finger wegen eines Spiels schneiden? Ist ja nicht schon passiert. Also, schämst du dich eigentlich nicht? Nein, warum? Nicht das Video hat 1,5 Millionen Aufruf. Was willst du von mir? Ah, stimmt. Dafür würde ich mir auch einen Finger abschneiden. Kelly, du würdest dafür noch ganz viele andere Sachen machen. Ich würde meinen ganzen Arm abschneiden. Ja. Wir haben heute sehr viel. Nächste Frage. Wer würde eher Paluten für die Klicks ausnutzen? Oh, das ist schwierig. Ja, das ist wirklich schwierig. Oh, da also, sind wir beide schon fast auf dem gleichen können Level. Können wir beide eigentlich von uns behaupten, dass wir es noch nicht gemacht haben? Das ist halt die Frage, ne? Nein. Kelly, können wir beide von uns behaupten, dass wir es noch nicht gemacht haben? Nee, aber ich hab so den Liebesweg gespielt. Ich glaube, ich bin da schon. Ich glaube auch, ich glaube, du würdest auch mit Paluten andere Sachen machen. Für die Klicks. Einfach nur, und mir den Arm abschneiden, genau. Genau, das Arm abschneiden. Für Paluten. Ja, ganz genau. Halle, wenn du meinen Arm willst. Dann melde dich doch. Wer würde eher Zuschauern Geld geben, damit sie Werbung für einen machen? Nee, ich würde ich würde dir kein Geld geben. Bin ich blöd? Die sollen sie sonst machen. Hey, als ob ich. Ja, du bist blöd, du gibst denen Geld. Ja, ich würde einfach sagen, hey Leute, keine Ahnung, ich like mein Instagram-Bild oder. Hey Leute, ihr kriegt auch ein Selfie mit mir. Irgendwas, was umsonst ist. Oder weiß ich nicht, alten Merch verschenken oder sowas. Alten Merch, dann noch so hinten bei dir ganz im Schrank und Ihr dürft mal bei mir die Mülltonne durchwühlen, irgendwie sowas, weiß nicht. Irgendwas halt, was umsonst ist. Ja. Sehr abfällig von mir, ne? Ja. Wer würde eher zu faul sein, ein Video zu schneiden und es uncut hochladen? Hab ich schon mal gemacht. Also ist schon länger her, habe ich aber schon mal gemacht. Ja, und dann sind wir heute hier und hier ist das Production Value von 90.000 Euro. Und die Leute fanden es mega cool, also. Ja, ist doch voll real, wenn es uncut ist. Ist doch YouTube, da können wir nochmal uncut machen, oder? Ich will noch nicht 10 Stunden schneiden, danke. Ich glaube, wann habe ich das letzte Mal ein Video einfach so aufgenommen und hochgeladen? Ich glaube, es ist so lange her. Bei mir auch, aber ich habe es. Das war einmal, glaube ich, so ein Mobile-Video, wo ich irgendwie. Du hast das früher immer gemacht. Ja, mit den Let's Plays. Ja, das war aber geschnitten. Geil. Das war geschnitten. Das ist schon geschnitten. Und krasse Beleidigungen wurden auch früher rausgeschnitten. Echt? Ja, tatsächlich, ganz ehrlich. Also das war aber auch dann früher nochmal. Wo hast du diesen Faden verloren? Ich weiß nicht mehr. Irgendwann hat es einfach aufgehört. Irgendwann ist man oben angekommen und denkt man, ja, ist das auch egal. Wer würde zuerst heiraten und sich dann innerhalb einer Woche trennen? Definitiv Kelly. Ich weiß auch gar nicht, ganz ehrlich, Kelly, ist das nicht schon vorher passiert? Das findet ihr in meinem Video heraus. Nein, es ist, ja. Schwierig, Liebe. Ja, ich glaube, ich wäre schon, aber jetzt mal Real Talk. Ich glaube, ich wäre so jemand, der sagen würde, okay, lass heiraten und dann nach einer Woche so, war vielleicht doch nicht so eine gute Idee. Ja. Ich lass mich da und schon. Und das passiert ja dann noch 6-7 Mal im ganzen Leben. Wer würde eher auf einer öffentlichen Toilette kacken gehen? Ja, hey, warum nicht? Also eigentlich muss ich ja ehrlich sagen, gibt es den Begriff des Heimschattens bei mir. Aber was raus muss, muss raus, sage ich immer, ne? Du auch, oder? Ja, obwohl ich schon meine Story hatte, dass ich stattdessen, weil ich nirgendwo aufs Klo gehen konnte, kotzen musste, weil mir so schlecht geworden ist. Und es ist echt, ja. Es ist deswegen definitiv du. Weil was für ein seltsamer Prozess muss im Körper stattfinden, dass das hervorgerufen wird. Ja, weil mir halt so mega schlecht war. Ich habe einfach aus meinem Mund gekackt. Genug private Storys von mir. Wer würde eher mit Tanzverbot auf ein Date gehen? I haven't been touched by a man in so long. In so long. Außerdem hat Tanzverbot solide Aufrufzahlen. Genau, ja, das ist mir eigentlich das Wichtigste. Es muss ein Kerl sein. Yeah.
Und der muss Aufrufe haben. Und der muss einfach Aufrufe ja, haben. Ja, super. Ja, meldet euch. Passt. Ne? Kommentiert ihr drunter. Perfekt. Wer würde eher seinen YouTube-Kanal verkaufen und nachher wieder darum betteln? Okay. Ich würde ganz ehrlich den kurzfristigen Profit sehen und mir denken, geil, 20 Euro für das Ding sind richtig nice. Und dann rechne ich aber nochmal eine Stunde später durch und denke mir, was war wieder richtig dumm, für die 20 Euro hast du jetzt eine Pizza geholt. Aber du hast ja in einer Stunde wieder Hunger. Und dann habe ich kein YouTube mehr, was mir Geld macht. Ja. Wer würde eher für den Rest des Lebens auf Sex verzichten? Oh. Ja. Das Ding ist halt, ohne es jetzt böse zu sagen, du bist es ja gewöhnt. Nein, bei Kelly läuft. Kelly läuft. Wer würde eher seinen YouTube-Alltag mit einem normalen Job tauschen? Eigentlich macht man das nicht, weil das macht ja sau Spaß und also ja, ich würde das normaler nicht machen. Ich würde das auf gar keinen Fall machen. Ich hätte da gar keinen Bock drauf. Ich habe halt schon mal normal gearbeitet, deshalb kann ich es mir halt vorstellen. Du kannst es dir mehr vorstellen. Ich kann es mir halt irgendwo vorstellen, aber ich würde es trotzdem nicht machen. Ich habe noch einmal in einem Biergarten gekellnert, wo mich alle dicken Bayern, die alt waren, Maus genannt haben. Maus, bringst du mir noch ein Bier? Und dann haben die immer so hier, so hinten. Ist das normal in Bayern? Ja. Ja, gut, in Köln. Das hat mich mega abgefuckt. Dann habe ich nach 2 Wochen gekündigt. Wer würde sich eher ein Tattoo oder Piercing im Gesicht stechen lassen? Hä? Hast du schon mal ein Piercing gehabt? Ach so, nee, ich hatte es am Ohr. Und aber so würdest du ein Face-Piercing machen? Ja, ich würde, ja. Hier so? So Snake-Bite? So ich würde mir so einen Knochen hier durchschneiden lassen. So ein Knochen? Also ich würde mir halt wirklich... Oder so einen Teller in die Unterlippe. Ich würde mir sau gerne das Gesicht von wem anders ins Gesicht tätowieren. Keine Ahnung, Obamas Gesicht in meinem Gesicht. Wie geil wäre das, Leute? Wer würde eher Felix von der Laden heiraten? Ist es echt was? So eine kranke Abneigung gegen Dena? Krass, Alter. Heftig, Kelly. Nein. Nee, weil das Ding ist halt... Voll das schlechte Gewissen, ey. Nein, das Ding ist halt... Das Ding ist halt bei mir, ich weiß halt, wie Felix privat ist. Ja. Deshalb nein. Ich stehe halt auch nicht nein, auf Felix. Nein, stopp! Der hat auch Views. Und Views. Und Views, ja. Ja, Mann ist er, da kann man streiten. Ja, aber der Hund, aber er hat Hund kommt und über Views. Also Hund ja. Views und doch, dann unten steht der Mann. Ja, und das Mann, den kann man bei Felix dann rauslassen. Wer würde eher eine Woche lang nur den Content des anderen bringen, also tauschen? Wie, warte, ich verstehe die Frage nicht ganz. Würdest also ich würde Video... Klar, ich glaube, ich eher. Oder? Obwohl wir machen gar nicht so zwei Videos würdest du dann daily machen müssen. Also ich würde gerne mal ein Video die Woche machen. Oder zwei oder vier. Wie viel machst du jetzt? Zwei die Woche. Ja, würde ich mal gerne ausprobieren. Ja. Und wer würde dann eher vergessen, ein Video hochzuladen? Ich vergesse es ständig. Ja? Und wenn ich das auf automatischen Upload stelle, dann lädt es hoch und ich check's nicht. Ja, nee, dann check ich's nicht. Dann sehe ich es irgendwie 8 Stunden nicht. Und dann siehst du, oh, ich habe heute ein Video gepostet. Ja, oh shit. Man kennt das. Dann habe ich immer Angst, dass ich irgendwie so eine kurze Sekunde so nackt bin oder ja, so. Ja, ja, ich kenne das. Ich habe das auch immer bei meinen Minecraft-Videos früher gehabt, dass ich dachte, oh kack, jetzt hängt ein Sack im Bild. Aber naja, das sind halt die Sorgen, die wir so haben. Ja, ne? Genau. Das ist ganz normaler YouTube-Alltag. Wer würde eher ins Dschungelcamp gehen? Würdest du auch gehen? Hä? Gehen wir zusammen? Ganz ehrlich, wenn ich da mir die Leute aussuchen dürfte, mit denen ich da bin, dann wäre das okay. Ja, aber darfst du ja nicht. Nee? Nein. Eigentlich finde ich es echt... Muss schon unter realen Bedingungen dann gehen. Kommt es auf die Gage an. Ja nichts. Ne? Nichts? Die sehr zahlen gut, dann nicht kann Kelly das machen. Die zahlen dann nicht macht gut. Kelly das. Wer würde sich eher am gesamten Körper rasieren? Alles? Komplett? Alles. Auch Haare am Kopf? Auch die Haare. Ich schwöre, ich würde es einmal machen. Ja, ich glaube auch. Ich würde es einmal machen. Ich würde so, sagen, wenn es sein muss, in einer lebensbedrohlichen das Ding Situation. Ist, meine Haare auf dem Kopf wachsen so krank schnell. Einzige, was mir stören würde, was mir fehlen würde, wäre meine Achselhaare. Die liebe ich über alles. Ja, die sind kann wirklich, ja verstehen. Die sind echt wichtig. Echt auch, schön ja, auch, ja, ne? Ich weiß. Ja. Wer würde eher Steuern hinterziehen? Ich glaube, ich aus Versehen, ganz ehrlich. Ich glaube, wenn ich das alles selber managen müsste, ganz ich hätte ja gar keine... Ich überlege gerade... Achso, aber bewusst wahrscheinlich. Bewusst? Ne, aus Versehen zählt bewusst? Nicht. Bewusst? Ja, ich... Ne, ich habe viel zu sehr Angst davor. Ich bin viel zu allmann. Ich bin viel zu allmann einfach. Ich bin viel zu deutsch. Gehen, ich bin einfach... Alter. Ich würde einfach sagen... Ohne Witz, wenn mir ich jemand bin so deutsch... Würde, ja, erzähl. Wenn mir jemand erzählen würde, 5 Jahre kommst du damit durch und dann gehst du in den Knast, dann würde ich so richtig krank geile Leben und dann einfach in den Knast geile Leben. Geile Leben, 5 Jahre, geile Leben. Und ich wäre so der Typ, wenn ich bei meiner Abrechnung sehe, dass das Finanzamt was vergessen hat, sage ich nochmal, übrigens Jungs, das habe ich vergessen zu versteuern, das mache ich auch noch. Ja, ja, ne, die Bürgersteige müssen bebaut werden. Ja, die Bürgersteige neue Platten müssen überall breiter in Köln. Werden, ja, ja. Die Schlaglöcher ausgefüllt, die Schulen müssen laufen. Du rufst nur jeden Tag bei der Stadt an. Wer würde eher jemanden aus Versehen schwängern, beziehungsweise aus Versehen schwanger werden? Echt? Traust du dir, das ist schon passiert, oder was? Keine Ahnung, also wie gesagt, wir hatten halt...
denn? Was ist denn da los? Jodie, bist du schwanger? Nee. Jetzt kann der Titel. Ist Jodie schwanger? Sag Machen wir weiter. Wer würde eher wegen Körperverletzung in den Knast kommen? Ich, aus Versehen. Ich glaube auch. Weil ganz ehrlich, ich tue auch echt allen Menschen immer aus Versehen weh. Hat mal einen Jodie, nee. Kelly, das Thomas, kann, das kann Dena. Ich mir gar nicht Ich habe so viele Leute schon aus Versehen wehgetan. Auch mir selber. Ich glaube, ich würde mich selbst am ehesten anzeigen. Nee, glaube ich nicht. Nee, meinst du nicht? Wer würde eher Clickbait benutzen? Mit meinem Clickbait, check mein Video an, mit meinem Clickbait. Ja, also, ganz ehrlich, das nimmt ihr könnt ja kein YouTuber, mehr. Da könnt ihr genauso, da könnt ihr auch YouTuber fragen, wer würde am liebsten leben? So, ja. Also, das ist der direkte Vergleich. Der direkte Vergleich. Nee, beide, glaube ich. Ja, ne? Also, das nimmt sich echt gar nicht. Kelly hat ein Lied darüber gemacht, hat sogar Clickbait auf Klamotten gedruckt, die ich verkauft. Also, tut mir leid, ja. Wer würde eher mit YouTube aufhören und Popdarsteller werden? Boah. Sau schwierige Frage. Das ist echt also, schwer. Bei dir natürlich klar, du musst was nachholen. Was? So ein Assi. Ich hab den Witz gar nicht verstanden. Ach so. Weil, aber dann läuft's halt, ne? Ich habe früher wirklich mal darüber nachgedacht, ehrlich. Man ist an diesem Punkt einfach als junger Mensch. Als YouTuber was mache ich jetzt? An dem Punkt. Mache ich jetzt mein Abitur oder drehe ich. Jeder man kann auch beides, Leute, man kann beides. Entscheiden. Ja, würdest du machen? Also, ich würde es wahrscheinlich privat immer machen. Das Ding ist, ich stelle mich bei sehr wenigen Sachen an. So, deswegen glaube ich so, wenn ich echt da so dir dann nicht, wenn keine du andere Möglichkeit hätte, würde ich es wahrscheinlich einfach machen. Ja, ja, ja. Bevor ich auf der Straße lande oder so. Gut, Leute, sind wir am Ende dieses wunderschönen Videos. Schaut auf jeden Fall bei Kelly vorbei, denn bei Kelly gibt es die Tage dann auch nochmal ein wunderschönes Video im Kanal zu sehen, meine Freunde. Schaut euch das auf jeden Fall an, da steckt eine Menge Arbeit dahinter. Das wird richtig, richtig witzig und richtig, richtig geil. Und vielleicht kommt da auch nochmal was von mir dazu, wo ich mich da ein bisschen mit auseinandersetze. Schaut auf jeden Fall bei lieben Kelly vorbei, schaut bei Josef vorbei, schaut bei Jodie vorbei. Das war's mit diesem wunderschönen Video. Ich küsse eure Augen, meine Freunde. Macht das gut. Auf Wiedersehen. Tschüss.